Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße ganz herzlich zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Und ja, heute ist der 16.06. Wir haben einen neuen Handelstag. Heute ja fast ein komplettes ja, Spiegel oder umgekehrtes Spiegelbild vom gestrigen Tag, beziehungsweise auch von den Tagen davor. Heute hat der DAX ein Gap auf Xetra von knapp 300 Punkten im Plus. Und ja, also die Situation, die schauen wir uns an. Letztendlich, um was ging es gestern? Vielleicht hierzu nochmal ein Rückblick, damit man ja die Sache immer vor Augen hat. Und zwar haben wir uns gestern mit diesem kompletten Anstieg beschäftigt, also vom 14. Mai bis zum 9., 8. Juni. Und was hier eben auffällt oder was wir gemacht haben, ist einfach diesen Anstieg zu messen mit diesem Fibo und dann sich eben auf die Fibos hier zu konzentrieren. Das haben wir mit dem DAX und mit den US-Indizes gemacht. Und bei den US-Indizes, da waren die Tiefpunkte ja noch entscheidender. Da waren wir auf dem 61er-Retracement im Dow zum Beispiel. Im DAX haben wir hier diese Zone erreicht gehabt und ebenfalls ja in der Nähe eben dieser Retracements gehandelt. Und ja, die Möglichkeiten, die sich hier ergeben, haben wir ebenfalls besprochen, dass wir ja eine kleine Divergenz eben sehen im MACD, also hier die beiden Extrempunkte. Und dass eben eine Möglichkeit besteht, dass hier eine Dreiersequenz eben lief, die sich dann so zeigt. Und da eben der spezielle Blick auf diesen Abverkauf und mit diesem Abverkauf eben als Impuls würde sich hier dann eben eine C-Welle dann beenden oder vollenden innerhalb dieser impulsiven Struktur. Okay, das war eine Möglichkeit. Die zweite, klar, es kann auch dementsprechend bärisch sein, dass wir hier ein komplettes Reversal haben. Und von hier wäre das Ganze dann so zu sehen, dass wir eben hier diese Trendfolge haben. Und diese Trendfolge, die ja, wäre negativ jetzt langfristig gesehen oder jetzt auch für die nächsten Wochen. Wichtig war für beide Szenarien, dass man eben, egal welches herrscht, dass ein Bounce eben, also sowas, potenziell vorliegen sollte, bevor der nächste große Sell oder eben in der Entscheidungsfindung hier dann in den Retracements ein neuer Bulle dann entsteht. Was meine ich mit diesen Retracements? Da geht es uns eigentlich nur um diesen Abverkauf. Und da sind wir jetzt heute Morgen bereits in diese Zone rangelaufen. Also es geht manchmal schneller, als man denkt. Und da haben wir jetzt heute Morgen bereits das 50er Retracement von dieser kompletten Zone gehabt. Und auch gestern hatten wir uns ja dann damit auseinandergesetzt, okay, was passiert, wenn dieser Bounce tatsächlich kommt, dass dann eben diese Zone hier entscheidend sein wird für die nächsten ja, größere Bewegung. Also dementsprechend, man sieht eben aktuell, dass zwei Schübe vorherrschen. Und zwar hier dieser eine, den wir ja bis zum Mittag hatten und dann eben hier dieser Rücksetzer, bevor dann eben nachts oder abends im US-Handel dieser weitere Schub kam. Im Moment wäre es noch eine Dreierstruktur. Und dementsprechend beobachtet man diese Zonen, wie sich der Markt hier verhält und was dann die möglichen Implikationen dann sein werden. An sich haben wir jetzt erstmal beide Szenarien befriedigt. Wir haben ja einen Bounce, egal ob das hier bullish ist oder dementsprechend bearish. Diese Gegenbewegung ist erfolgt. 50er Retracement ist ebenfalls erreicht. Wäre noch perfekt, wenn sogar das 61er tatsächlich noch getroffen wird, aber da lassen wir uns dann überraschen. Okay, prozyklisch, wo wäre hier die Marke? Also im Moment ist weiterhin die Marke
hier leider zu sehen. Hier würde der ja diese Folge eben von tieferen Hochpunkten dann tatsächlich unterbrochen. Und somit wäre das hier die immer noch die prozyklische Marke, wo dann eben der Bär ja zurückgedrängt wird, weil wir hier eben ein höheres Hoch dann definieren und nach Trenddefinition würde sich dann hier eben der Trend umkehren. Und hier in diesem Fibo, das wäre die Entscheidungszone, oder hier wird es halt so hin und her gehen, ohne Entscheidungszone dann hervorgebracht. Also ich hoffe, das kommt so rüber. Gestern ebenfalls die Situation dann so besprochen. Ich würde noch mal kurz in den 5-Minuten-Chart gehen. Was gibt es da im Moment zu sehen? Also wenn diese Situation als dreiwellig dann aufgeteilt wird, dann hätten wir hier diesen ersten Push, dann eine Dreierbewegung und dann eben eine C. Diese C, die sollte dann fünf Teilstücke aufweisen und von diesem Tiefpunkt wäre im Moment also hier ein erster Schub zu sehen, Gegenbewegung, dann dementsprechend hier der zweite Schub, Gegenbewegung und noch ein weiteres Hoch. Das ist ja so eine Möglichkeit, wie man das Ganze sehen kann. Und für den heutigen Vormittag, wo wären hier Supportzonen? Zum einen hier der Hochpunkt mit dem Tiefpunkt. Ja, das wäre hier eine Zone, die interessant ist. Und der Markt ist, glaube ich, hier auf diesen Hochpunkt gerade gelaufen. Ja, und das ist dann ja tatsächlich im Moment der Support, also das war der Tiefpunkt. Man kann ausreichen, ich hätte jetzt hier diesen gewählt aufgrund der Kombination Hoch-Tiefpunkt, aber ja, mal schauen. In diesem Bereich auf jeden Fall dann interessant zu sehen, wie sich der Markt verhält für den Vormittag und ob dann hier noch ein weiteres Hoch dann entstehen kann, um eben diese Folge weiter folgen zu können, genau, um eben höhere Hochpunkte und höhere Tiefpunkte im 5-Minuten-Chart weiter vorliegen zu haben. Was eigentlich grundsätzlich erstmal auch Mut macht, ist, dass der Hochpunkt hier vom 12., also von letztem Freitag, überschritten wurde. Auch dieser Punkt bei 170, also es ist eine Kombination von diesem Punkt und dann eben diesen Supportmarken, die diesen Bereich als Support heute Morgen dann begünstigen. Und genau solange die Zone hält, wäre dann ein weiteres Fortsetzen dann des Anstieges möglich. Und dann hoffen wir, dass es für die nächsten Wochen, vielleicht auch schon bis Freitag, am Freitag ist großer Verfall, das bitte ebenfalls dann beachten, dass eben dann diese Entscheidungs- oder diese wichtige Zone eben aus dem Retracement, dass die dann überwunden wird, also nach oben oder nach unten, damit man einfach dann Klarheit hat, wie es dann möglich weitergehen kann. Im Moment die Informationen, wir haben hier oben eine prozyklische Marke und eben hier unten die Tiefpunkte als Kontrolle, falls es hier Retracements gibt. Und aktuell dann für die nächsten Tage dieser Bereich hier, in dem sich dann das Ganze bewegen sollte. Okay, gut, soweit dann die Situation. Ich hoffe, soweit verständlich. Wenn Fragen sind, gerne im Chatfenster oder dann auch per E-Mail. Wir switchen dann zum US-Markt, schauen uns da den Dow nochmal an. Gestern zur Eröffnung oder zum Barbecue haben wir noch die Möglichkeit einer Keilformation angesprochen, die dann eben, ja, wenn das passiert mit einem weiteren Tief, diese Trendlinie nochmal erreichen sollte.
Hat sich dann dementsprechend erledigt, kam keine Schwäche rein in den Markt. Der Markt hat direkt das hochgekauft und somit ist eben hier dieser Tiefpunkt erledigt. Auch im DAO selbe Situation. Ich gehe nochmal raus, das große Bild. Die große Frage eben, ob wir hier einen Impuls gesehen haben, der definitiv vorliegen kann. Also so. Oder eben, ob hier eine Dreierformation dann eben lief, wie im DAX, die dann eben ja, zu neuen Hochpunkten führt. Auch hier dieselbe Situation dann. Man kann von diesem Hochpunkt auf diesen Tiefpunkt einen Fibo setzen. Auch hier dann diese Retracements einzeichnen, sodass dann eine wichtige Zone hier rauskommt. Wir können hier das hier adjustieren. Okay, also heute, das 50er haben wir hier überwunden im DAO. Vielleicht erreichen wir noch das 61er. Das wäre hier der Bereich bei 460. Und ja, diese Zone hier, die gilt es hier zu beobachten. Also einfach immer 38er bis 61er Retracement. Und das ist dann der Bereich, der jetzt hier interessant wird. Und genau, also wie kann das oder was kann hier passieren? Also wichtig ist, dass der Markt eben hier diesen Schub fortsetzt, dass wir aktuell auf der Unterseite für die Bullen hier dieses Kontrolllevel haben, also den Tiefpunkt. Wenn der Markt dementsprechend ein Fünfermuster, also dafür in eine kleinere Zeiteinheit, 5 Minuten zum Beispiel, damit man hier diesen Anstieg sieht. Also entweder ist hier bereits ein Fünfermuster durch. Ich zeige Ihnen das so. Zack. Also hier ist halt eine schöne Korrektur im Späthandel eingebaut in Amerika. Es wäre möglich. Die zweite Alternative, wie gerade gesagt, dass eben das 61er noch erreicht wird. Somit hätten wir hier eine Korrektur in der 4 aktuell, wie im DAX gerade besprochen. Und dass dann eben noch ein weiteres Hoch fehlt in Richtung 460, um diesen Impuls dann abzuschließen. Wenn das dann so war, dann ist natürlich der nächste Schritt, okay, was macht der Pullback? Wie kann man den definieren? Und für diesen Pullback, rein schematisch das jetzt mal gezeichnet, wenn dann so eine Bewegung auftritt, die Retracements eben gut gehalten werden, dann kann der nächste Schritt erfolgen, dass man ein höheres Tief dann eben etabliert. Also ausgehend von dem Tiefpunkt hier zum Beispiel dann. Und wenn das dann gegeben ist und der Markt den Hochpunkt rausnimmt, dann steigt immer weiter die Idee eben, dass ein Trend sich neu definiert, also sprich höhere Hochs, höhere Tiefs. Und dann ja, wird dieser Trend auf die Oberseite dann in dem Falle fortgesetzt. Und das werden wir dann über die Tage sehen. Und dafür gibt es dann eben die Vorarbeit, dass man mit den Fibos arbeitet, sich die Level aussucht, Kerzenformationen anschaut. Ja, und dann das möglichst dann so zu erkennen. Okay, ja, soweit dann die Indizes für den Vormittag. Dann ab 15:15 Uhr nochmal die US-Eröffnung. Ja, wir werden dann weiter anschauen, wie das hier sich weiterentwickelt. Also gestern nochmals zum Abschluss das 61er Retracement von diesem Anstieg. Punktgenau, in dem Falle dann getroffen und der Hochpunkt eben als Support, deswegen war hier diese Zone. Okay, dann gehen wir weiter. Wir schauen uns, ja, ich würde mal sagen, den Goldpreis an. Da gab es gestern ebenfalls, haben wir uns ebenfalls auseinandergesetzt und zwar mit diesem Anstieg.
Und wir hatten dann ebenfalls eine Zone definiert, also ganz klassisch, Fibo gezogen, Zone eingezeichnet. Und hier ist es eben wichtig, dass der Markt, wenn er hier ein Reversal eben absolviert hat, sprich wir haben eine Dreierformation hier auf die Unterseite. Und da hatten wir jetzt eben diese Zone bei 21 nach oben überschritten, sodass ein möglicher Impuls hier entstanden ist. Deswegen ist dann eben dieses Retracement sehr wichtig. Und der Markt hat gestern den Goldpreis ja genau, ja, kurz unterhalb vom 50er in der Mitte zum 61er gedreht und ja, hat dann eben fast $30 zugelegt von diesem Tiefpunkt. Und ja, diese Marke, die ist jetzt schon mal wichtig, die kann man sich markieren. Und man erkennt auch dementsprechend hier diese Dreierstruktur, haben wir gestern schon angesprochen, dass eben in diesem Bereich dann möglichst so eine Struktur dann zu erkennen ist. Und jetzt gilt es eben, eine Bestätigung zu definieren, indem wir über die 17,45 dann ausbrechen. Und dann kann hier ein neuer Run im Goldpreis dann entstehen. Ansonsten, was wäre ebenfalls möglich, dass das zum Beispiel auf der Zeitachse nochmal verlängert wird. Das bedeutet, dass wir einen Schub haben in dieser Dreierformation. Wir haben diese Gegenbewegung und dass dann noch das 61er ebenfalls erreicht wird. Also diesen Bereich dann weiter vermerken. Den kann man jetzt dann auf diesen Bereich, also Tiefpunkt bis zum Retracement, eingrenzen. Und das gilt es einfach abzuwarten. Erste Situation erledigt. Das braucht man noch eine Bestätigung. Oder eben es kommt ein weiterer Test, eben dieses 61er. Unterm 61er wird es knapp für die Bullen. Ja, da ist dann die Gefahr groß, dass wir den Tiefpunkt dann neu testen. Okay, aber erstmal ist es gut angelaufen, was das Retracement hier angeht, und genau der Rest dann in den nächsten Tagen, wenn sich der Preis dann weiterentwickelt. Im Moment passt die Sichtweise. Genau, Ölpreis noch, da schauen wir auf die Sorte Brent. Da haben wir jetzt diese Struktur hier, runter, hoch, runter. Und hier geht es eben darum, ob der Goldpreis eine Korrektur bereits vollendet hat. Also so. Die Entscheidungszone oder das Entscheidende aktuell würde sich dann somit zwischen diesem Hochpunkt, das ist hier der prozyklische höhere Hochpunkt, einstellen. Deswegen kann man diesen letzten Abverkauf mit einem Fibo versehen. Und hier hat man dann ebenfalls den Bereich, den man sich anschauen kann, zwischen ja, 61er so. Was man aktuell sieht, wäre tatsächlich, dass wir in diese Dreierbewegung stecken, also A, B, C, aufs 50er runter. Und jetzt theoretisch eben entweder eine Dreierbewegung, A, B, C, oder eben noch ein Fünfer, dass hier ein höheres Hoch noch entsteht, dass wir dann diese zweite Bewegung absolvieren. Deswegen wird es dann eben kritisch in diesem Bereich. Der sollte dann dementsprechend halten. Und dann wäre hier der Trend weiterhin abwärts, wenn wir hier einen Abprall eben bekommen. Und dann würde hier dieser kurzfristige Trend Hochpunkt, tieferer Hochpunkt, tieferer Hochpunkt dann eben gelten. Und hier wäre dann Unterschreiten der 36,50 möglich mit dem, ja, mit dem möglichen Rutsch dann in diese Supportzone. Ja, die kennen Sie bereits, einfach hier dieser Tiefpunkt, dass diese Marken dann noch erreicht werden. Minimum aber der Hochpunkt mit dem Unterschreiten der des
Okay, soweit dann zum Ölpreis. Diese Zonen sehr wichtig dann für die nächsten Tage. Okay, dann haben wir uns gestern noch die Commerzbank angeschaut. In der Commerzbank, hier ist einfach ein interessantes Level erreicht worden, ausgehend eben von diesem Doppeltief hier im März und im Mai. Und da hatten wir eben diese Rechteck-Ausbruchssituation besprochen, dass eben dieser Bereich einmal nach oben gespiegelt wurde und dass wir dann eben hier zwei Möglichkeiten haben, den Schub zu berechnen. Also entweder hier als Ganzes oder dementsprechend hier diese Selektierung. Und dass wir dann eben im Bereich der 4-Euro-Marke einen Konfluenzpunkt haben, also eine Anreihung von mehreren Fibonacci-Marken und genau von dort ebenfalls auch mit einer Divergenz in den Tiefpunkten und auch in der Ausübung, dass wir hier einen wunderbaren Fünfer in der C haben. Also sprich 1, 2, 5 und das beendet dann dementsprechend eine Dreierkorrektur. Und genau da sind wir jetzt eben an diesen Widerstand vom Freitag ran. Und hier wird sich jetzt zeigen, ob dieses Retracement eben genug ist. Sollte der Markt hier direkt weiterziehen, dann weiß man, dass die Korrektur hier vorbei ist und der Kurs würde dann weiter steigen. Also von einem Support jetzt auf den Widerstand und hier praktisch nächste Entscheidungszone, die sich einstellt. Gaps sind zu. Von daher schauen wir mal, wie das weitergeht. Im Moment erste Reaktion passt, wie bei den Indizes von diesen Supportmarken. Erstmal der Bounce und nächste Entscheidungszone erreicht. Ja, Wirecard, gut, Wirecard hatten wir jetzt schon öfter. Letztendlich, ja, hier ist alles im Lot, solange wir eben diese Supportzone halten. Und wichtig ist, dass ja im Laufe der Monate jetzt oder der nächsten Jahre einfach hier dieser Abwärtstrend dann prozyklisch übertroffen wird. So, also im Prinzip ein Anstieg über 140, 50, also diese Zone, das wäre dann noch prozyklisch für das Ende dieser Korrektur dann erforderlich. Und ansonsten würde sich hier eine große Dreierbewegung dann abschließen. Deswegen sind die Tiefpunkte wichtig jetzt aus dem Mai. Und da hatten wir jetzt im Prinzip einen Fünfer nach oben. So würde ich das interpretieren.
Und wir haben jetzt gerade eine potenzielle bullische Entladung. Da muss man weiter beobachten, vor allem dann in dem Hintergrund mit diesen Tiefpunkten. Das wären dann kurzfristig die Kontrollmarken. Und über den Fibo, wahrscheinlich war es ein 38er. Ja, 38er Retracement. Und von hier dann ein möglicher Ausbruch, der jetzt läuft in der Wirecard. Also für diesen direkten Ausbruch ist ganz klar hier die Tiefpunkte als Kontrollmarke zu sehen. Und ja, je nachdem, wie sich es dann entwickelt, kann auch dynamisch direkt durchziehen. Man hat jetzt hier eigentlich wenig wichtige Marken. Die Wirecard hat große Schwünge. Deswegen, ja, durch den Ausbruch hier bietet sich sogar ein direktes Durchgehen in Richtung 140 an. Und die Alternative wäre dann, dass wir einen Fehlausbruch eben machen in der B und dann nochmal einen Abverkauf. Und das 61er Retracement muss dann zeigen, ob das hier tatsächlich ein Impuls war. Genau, bevor wir jetzt schon zu den Aktien kommen, vielleicht noch ein Blick auf Forex. Da hatten wir ebenfalls gestern diese oder ja mögliche Supportmarken angesprochen eben im Euro, also hier der Bereich dann 12,40, dass wir da ein Reversal gesehen haben, auch im Cable, dass hier eine wichtige Marke getroffen wurde. Und ja, der Dollar hat jetzt gestern und heute Nacht stark abgegeben, jetzt gerade wieder konsolidiert. Und ja, diese Situation sollte man ebenfalls weiter beobachten. An sich könnten eben in den Währungen diese Korrekturen durch sein und neue Trendbewegungen auf die Oberseite dann starten. Und im Euro würde das ein höheres Hoch als die 1,14 dann bedeuten. Und dass wir hier dann eben weiter diesen Trend, der jetzt seit, ja, seit knapp 3, 4 Wochen dann herrscht, dass wir diesen dann weiter fortsetzen. Und ja, die Tiefpunkte, die jetzt dann gestern in den Dollar-Pairs gemacht wurden, wären dann aktuell Kontrollmarken. Und je nachdem, wie tief die Rücksetzer sind, ja, sollte dann dieser Trend dann fortgesetzt werden. Auch Dollar Cut als Beispiel, der hat ja hier vor einigen Wochen ein Verkaufssignal definiert, hat mir mal angesprochen unter diesem Level. Und da gab es jetzt ebenfalls einen Bounce. Und wenn man sich dann diesen kompletten Abverkauf mit einem Fibo dann zurechtlegt, so zum Beispiel, dann sieht man, dass die Korrektur eigentlich perfekt aufs 50er Retracement hier lief. Und das wäre ja perfekt von der Dimension und auch, dass wir hier diese vorherige Konsolidierungszone der Tiefpunkt ist hier. Da haben wir nicht ganz erreicht, aber an sich 50er passt. Und auch hier ein mögliches Reversal mit diesem Fehlausbruch gestern über den Hochpunkt und diesem aktuellen Abverkauf. Auch hier wird sich im 5-Minuten-Chart dann eine Entscheidung ansetzen, also vom Hoch auf Tiefpunkt heute.
wäre dann hier diese Zone zu wählen. Und sollte der Markt daran scheitern und dann diesen Abwärtstrend fortsetzen, dann gibt es eben diesen großen Dollar, Abverkauf dann. Ja, die Daimler. Ja, äußerst stark in den letzten Wochen, jetzt seit dem Top da am vergangenen Mittwoch, ist sie deutlich wieder schwächer geworden. Wichtig, wir hatten die schon mal analysiert, da geht es praktisch darum, der Anstieg ist sogar stärker als damals antizipiert. Also an sich war hier das 37er-Level sehr wichtig, weil hier das 50er-Retracement war und ja, diese Zone halten musste. Der Markt hat hier das 61er jedoch zuerst noch abgeholt, bevor jetzt dann eben eine Umkehr stattfand. Und im Stundenchart ist halt die Frage, wenn man sich die Erholung seit dem Corona-Schock anschaut, ist halt die Frage, ob wir hier diese Dreierformation haben. Das wäre ja klar negativ. Das würde bedeuten, wir würden früher oder später zu diesem Tiefpunkt zurückkehren. Deswegen, wer sehr bärisch ist, der hätte jetzt mit diesem Abverkauf und dem Hochpunkt eine mögliche Handelsmarke. In dem Falle auch wie im DAX oder allgemein jetzt erstmal nur für diesen Wert ein möglicher Impuls von hier. Und der Markt läuft jetzt eben genau in diese Widerstandszone. Kann hier dann mit einem Fibo arbeiten, um sich die Fibos anzuschauen und dann sieht man, okay, der aktuelle Anstieg ist genau auf das 50er. 61er würde bei 38,74 kommen. Und ja, wenn die Daimler hier scheitert, dann wäre ein weiterer Abverkauf dann möglich, vor allem dann unter 34 sogar. Und ja, wichtige Supportzone wäre hier dieser Hochpunkt und dann tatsächlich hier dieser Tiefpunkt. Und unter diesem Tiefpunkt wäre die Marke 20 dann zu sehen, weil sich dann diese Entwicklung als Dreier entpuppt hat, also als Korrektur. Und dann fehlt also noch ein weiteres Tief für diesen Wert. Und auch, ja, leider gibt es hier keine prozyklischen Signale unter 54. Und ja, seit dem Top eben im März 2015 würde sich hier dementsprechend ja eine Dreierstruktur erstmal etablieren, aber sie ist vermutlich noch nicht zu Ende. Ich lösche mal hier die Fibos, damit man es besser sieht. Und zwar seit dem Top wäre das hier praktisch eine erste Bewegung, dann eine schöne Dreierbewegung, die man hier sieht. Und dann eben ein Abverkauf. Und im Prinzip für ja, für diesen Abverkauf wäre das hier eine mögliche erste Bewegung. Ja, A, B, C. Dann die Gegenbewegung wiederum in 3 und dann eben muss hier nochmal eine Dreierbewegung kommen, die noch ein Tief eben benötigt. Und das kann dann im Moment nur
herausgenommen werden, wenn wir einen höheren Hochpunkt machen, der in der Daimler halt bei 54 im Moment ist. Und ja, darauf kann man warten. Also hier gibt es keine Eile. In meinen Augen einfach nach der Trendfolge. Trend ist abwärts. Ja, deswegen ist sogar wahrscheinlicher, dass es tiefer geht nochmal in diesem Wert. Und diese Zone hier, diese zweite, die sollte dann die Entscheidung bringen, was passiert, ob hier dann eben die 54 angegriffen werden oder ob hier der Durchbruch nach unten kommt. So in diesem Bereich, da sind wir jetzt gestern schon reingelaufen, es erstreckt sich dann noch bis 32 eben. Aber wenn dieser Bereich gut hält, dann kann die Rallye weiter fortgesetzt werden. Ansonsten, wenn er bricht, dann ist der Trend abwärts. Und ja, tiefere Kurse dann wohl in der Mache. Okay, dann haben wir die Daimler kurz schauen wir nochmal auf die Unternehmen. Wer ist da heute besonders im Fokus? Okay, also auf der negativen Seite Zalando heute Spitzenreiter. Ich meine, da gibt es ein Insider-Sell, also ein Großinvestor steigt aus oder platziert am Markt. Und klar, also ist dann heute erstmal unter Druck der Wert aufgrund dieses großen Verkaufsauftrags. Aber an sich, glaube ich, war es ein sehr guter Performer, 100% in den letzten Monaten gemacht. Ja, heute im Minus, ansonsten sehr wenige Werte im Minus. Und wir haben auf der Plus, da haben Seite ja die üblichen Verdächtigen in den letzten Wochen, TUI weit vorne. ThyssenKrupp, Deutz, Lufthansa, ja, die Werte dann. Okay, ja, soweit sind wir eigentlich durch. Ja, wir haben alles besprochen für den Tag. Ja, vielleicht ein Wort zur Analyse wünschen. Genau, also manche Werte, ich kenne die nicht, ich habe da ja selbst keine Erfahrung in diesen Werten, deswegen, ja, man kann da nicht in 2 Minuten irgendeine Analyse machen. Wichtig ist, dass Sie sich einfach auch selber damit beschäftigen. Es wäre interessanter, wenn Sie eine Frage nach einer Formation formulieren würden, ob das eine Möglichkeit ist, ob ich vielleicht das sehe, um als Abgleich zu dienen oder ob ich was anderes sehe oder ob ja, bestimmte Muster vorliegen, Kerzenformationen, Divergenzen, Elliott-Muster, wie auch immer. Weil ansonsten ist ja so, wir möchten ja, dass man an sich mit der Charttechnik besser vertraut wird, egal welches Tool Sie letztendlich anwenden und dass man unabhängig von Nachrichten oder von Meinungen
ja, möglichst interessante Bereiche, also Widerstände oder Unterstützung in Werten halt findet und versucht zu bestimmten Punkten ja vielleicht anders zu denken als die Masse und halt vor allem eigenständig zu denken und nicht ja irgendwelchen Schlagzeilen oder sonstiges halt folgt, sondern versucht eben dieses Ganze zu für sich selber so zu nutzen. Gut, Barry Gold, ich habe jetzt leider nur Chartdaten seit Juli 2015 hier bei uns zur Verfügung. Somit ausgehend eben von dem Tiefpunkt, je nachdem, wo der Tiefpunkt hier ist. Ich kenne leider den anderen Chartverlauf nicht, aber sieht der Chart eigentlich sehr, sehr bullisch aus. Wir haben hier einen Push. Eine mögliche Dreierstruktur hier auf die Unterseite. Na, jetzt spielt er aus. Hier eine Dreierstruktur auf die Unterseite und dann eben hier eine Entladung. Und ja, der Worst Case im Prinzip durch diesen möglichen Ausbruch. Wir haben jetzt auch gestern und vorgestern hier diesen Test bei 23,40. Perfekt, wenn diese Zone hält. Und ja, im schlimmsten Fall wäre das hier nur eine Dreierbewegung. Und die Dreierbewegung, die hätte ja auch hier in der C-Welle einen Impuls. Dann sieht man, dass hier ein Impuls möglicherweise hochgelaufen ist, Korrektur. Und dass wir hier einen weiteren Schub eben sehen, solange die Supportzonen hier halten, was sie aktuell gemacht haben. Also es ist Wahnsinns-Support hier, perfekt. Dieser Bereich, da ist der Markt genau reingelaufen. Und ausgehend von hier kann halt der nächste Schub dann entstehen. Und ja, also Potenzial scheint gegeben, sehr, sehr interessanter Wert. Vor allem, wenn man hier den Ausbruch gehandelt hat oder klar, wenn man schon tiefer drin ist, kann dementsprechend weitergehen. Im Moment Kontrollzone, so blöd es klingt, wäre tatsächlich hier dieser Tiefpunkt. Letztendlich bei einem neuen Hochpunkt kann sich diese Zone dann nachziehen auf die 20 und so würde das dann weitergehen. Aber an sich sehr interessantes Setup. Ausbruch, Support hier gehalten bei 23,40. Trend ist intakt. Hochpunkt, höherer Tiefpunkt, Hochpunkt, höherer Tiefpunkt und ja, Trend aufwärts auf jeden Fall gegeben. Ja, Nell haben wir nicht besprochen, aber wir haben Nikola besprochen. Das ist im Prinzip selbe ja, Branche und auch ein ähnlicher Kursverlauf. Kann man sich anschauen.
Okay, ja, soweit sind wir dann durch für den Vormittag. Wie gesagt, wer Lust hat, einfach um 15.15 Uhr dann zu CMC Barbecue zuschalten, auf YouTube dann oder auf demselben Sender. Und ansonsten weiterhin Good Trades, viel Erfolg und bis dahin, ade.